Hallo und willkommen beim Whisky-Nerd. Heute war ich in Wien im ersten Bezirk beim Genussfestival im Stadtpark und habe gleich wieder um Nachschub gesucht für meine Videos. Unter anderem habe ich hier gefunden einen Lungauer Whisky aus Salzburg, mit dem wir uns in der nächsten Zeit beschäftigen werden. Dann habe ich eine kleine Range von der Destillerie Weidenauer. Da habe ich mir gleich mehrere besorgt. Haben gleich 6 Stück. Unter anderem haben wir hier Maiswhisky zu 100% im Bourbon. Einen Dinkelwhisky. Einen Haferwhisky. Einen Einkornwhisky. Da macht es wirklich sehr schöne Flaschen, wie man hier sieht. Dann geht es gleich weiter mit einem Haferwhisky mit 2 Drittel Hafermalz. Und der letzte im Bunde, ein intensiv getorfter Hafermalzwhisky. Das wird sehr interessant. In naher Zukunft werden wir sicher ein Video dann davon sehen. So, heute befinden wir uns in Kärnten bei der Destillerie Pfau. Wie ihr gesehen habt, war ich ja vor einiger Zeit dort zu Besuch. Wurde hier sehr nett empfangen. Sehr schön anzuschauen. Liegt in Klagenfurt. Wenn man mit seiner Familie dort ist, ist ein kleiner Tipp: 10 Minuten entfernt ist das Mini Mundus. Da kann man die Frau und die Kinder ein bisschen ablenken, wenn man sich selbst die Destillerie anschaut. Das ist immer ein guter Tipp. So, was gibt's noch zum Sagen? Gleich daneben liegt die Brauerei. Na, jetzt fällt es mir gar nicht ein. Gibt es das auch? Bitte, jetzt geht's wieder so. Die Brauerei Schleppe. Die machen auch ein sehr gutes Bier. Und jetzt werden wir nicht lange drum reden und fangen wir mal an. Hier noch einmal. Pfau. Nicht gefärbt. Nicht kühl gefiltert. Wird in französischer Eiche ausgebaut. Der hier ist jetzt 4 Jahre alt. Natürlich hier wieder mehr nur regionale Produkte verwendet. Man versucht ja auch wieder alles von der Region zu bekommen. Der Geschäftsführer vom V ist der Valentin Latschen. Und der macht wirklich sehr gute auch Brände. Also die sind da wirklich sehr toll. Schauen wir mal. Wir haben zarte Eichentöne. Könnt ihr mal herausriechen? Natürlich Malz. Natürlich noch mit 4 Jahren noch relativ jung. Einen ganz einen leichten Obstlerstich hat er, aber das ist auch wegen der Jugend wahrscheinlich. Ganz leichter Back, würde ich sagen, ganz leicht. Schöne Farbe. Haben wir was Weißes hier? Noch sehr hell. So, probieren wir nochmal. Sehr mild. Übrigens hat er 43%. Brennen aber überhaupt nicht. Sehr mild, angenehm im Mund. Leicht fruchtig.
ganz zarte Ansätze von der Eiche. Malzig ist ein Mund. Angenehm. Ein schöner, junger, frischer Malt. Sehr interessant. Ich würde ihm 85 Punkte geben. Die ist er sicher wert. Und 85 gebe ich ihm daher, weil ich weiß, was da noch kommt. Nämlich ein 15-Jähriger. Oh, also. Komm, geh kurz weg. So, meine Tochter stört ein bisschen die Aufnahme. Aber es geht schon wieder. Sie haben hier einen 15-jährigen Limited Edition. Ein Prachtstück, dürfte ich schon probieren. Davon werde ich euch sicher noch einmal erzählen, weil der 15-jährige. Mal sehen, ob ich einmal ein Sample bekomme oder was zum Probieren. Der 15-jährige ist auf jeden Fall einer weit über die 90. Ein Spitzenprodukt. Aber auch hier, der macht schon Freude. Leichte Obstler, ganz dezente Obstler. Ist da zum Herausschmecken, aber wirklich sonst malzig, noch immer mittellanger Abgang. Wie gesagt, der Destillerie Pfau ist einen Besuch wert. Man wird halt wirklich sehr freundlich empfangen. Darf sich da einer Verkostung bei wem? Manuela Czarnuta heißt die Dame. Der hat uns wirklich sehr nett empfangen. Ich durfte bei einer Verkostung mitmachen. Ich durfte hier diesen 4-Jährigen probieren. Den 15-Jährigen. Das ist ja dann das Spitzenprodukt von dieser Destillerie. Ist leider nur eine Limited Edition, also da muss man schnell sein. Der wird ziemlich bald ausverkauft sein. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Whisky-Nerd.